Check. Guten Morgen, Leipzig! Ich heiße euch herzlich willkommen im Namen von Pegida Dresden, Pegida Chemnitz Erzgebirge und natürlich im Namen von Legida. Als allererstes soll ich heute Lutz entschuldigen. Er hat heute unterwegs eine Autopanne gehabt und hat es jetzt leider nicht mehr geschafft. Das Auto musste abgeschleppt werden. Aber wir sehen uns ja alle nächste Woche wieder in Dresden. Freunde, es ist viel passiert. Ich denke, ich brauche jetzt nicht allzu sehr lang auszuholen. Ihr habt das alle mitgekriegt. Die letzten Wochen waren in einigen Stellen in Deutschland sehr hart. Man kann getrost davon reden, dass die Kacke immer mehr dampft. Und obwohl die ganzen Probleme immer mehr größer werden, da beziehe ich auch die Kriegstreiberei mit ein. Ja, diese Probleme werden immer größer und offensichtlicher. Und trotzdem wird massiv gegen uns gehetzt. Es wird zu Gegenprotesten und zur Gewalt aufgerufen. Und die Lügenpresse feiert das und unterstützt das. Lügenpresse! Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, unsere letzte Veranstaltung hat ein Sondermotto bekommen. Auch diese Veranstaltung steht unter dem offiziellen Motto Legida. Immer noch gegen deutschfeindliche Hetze und Diffamierung von LIZ und LVZ. Dieses Motto ist öffentlich einzusehen für jeden. Aber diese Woche kam keine Reaktion, leider. Und deswegen ist es für uns höchste Zeit zu reagieren. Wir haben jetzt schon über 10.000 Stimmen gegen die GEZ gesammelt. Ich denke, wir sind bei 12.000, 13.000. Wer von euch hat noch nicht unterschrieben? Wer ist so ehrlich? Ihr habt dann die Möglichkeit links neben der Bühne, wir haben die Formulare mit. Na? Ansonsten ist jetzt das kommende Wochenende in Wurzen der Tag der Sachsen. Und wir haben dort mehrere Möglichkeiten, Unterschriften zu sammeln, haben uns da gekümmert, dass wir uns an mehrere Stellen stellen können. Wir suchen dafür noch Unterstützer, die das schaffen, die 3 Tage durchzuhalten. Wer das möchte, kann sich bei uns beim Orga-Team melden oder später per E-Mail oder per PN bei Facebook. Also wir würden uns sehr freuen, wenn uns da jemand beim Unterschriften sammeln unterstützt. Nächste Woche oder dieses Wochenende in Wurzen, Charakter Sachsen. Und dann muss ich euch mal loben für die Bereitschaft im Facebook zu teilen. Ihr habt uns geschrieben, wie können wir spenden, wie können wir unterstützen. Die meisten von euch haben den Spendenaufruf bestimmt mitbekommen. Es haben sich auch viele gemeldet, haben gesagt, wir bringen das, wir schaffen das am Montag nicht. Wir bringen das Dienstag, Mittwoch, Donnerstag vorbei. Beziehungsweise, wo können wir Geld hinspenden? Vielen, vielen lieben Dank für alle, die uns unterstützen mit den Hilfsgütern für die Ukraine. Vielen lieben Dank. Und ich denke, unser Dank und auch unsere Achtung geht auch an die Leute, die das privat organisieren und ihre Gesundheit oder vielleicht ihr Leben riskieren, wenn sie übersteuert. Und das mit dem LKW bis direkt in die Ostukraine fahren. Also dafür würde ich jetzt gerne wirklich mal einen riesen Respekt und einen riesen Dank aussprechen. Die Leute, die diese Transporte organisieren, sind heute leider nicht vor Ort. Ich habe privaten Kontakt, aber leider haben sie Angst, dass sie hier erkannt werden und als Nazi oder Rassist oder als Menschenfeinde diffamiert werden. Und es kotzt mich einfach nur an. Ja? Ich muss mich hier wirklich zusammenreißen, dass ich nicht noch schlimmere Schimpfwörter gebrauche für diese Zustände, die wir hier in einer angeblich weltoffenen Stadt haben, in einer angeblich toleranten Stadt. Es kotzt mich an. Alles, was hier uns unterstellt wird, ist genau das, was diese Kindergartenkinder da drüben mit uns machen. Die Definition von Faschismus passt nicht auf uns, sie passt auf euch und nur auf euch. Ihr zeigt eure hässliche Fratze. Es ist furchtbar. Wie krank muss man denn sein, dass man eine Veranstaltung blockiert und zu Gewalt und Straftaten aufruft
Und hier werden Flüchtlinge bzw. Kriegsopfer unterstützt. Das kann doch irgendwo nicht sein. Wie wär's denn mal an die Menschen, die vielleicht eventuell auf der Gegenseite stehen und etwas gesunden Menschenverstand noch in sich tragen, mit einer Aktion für Leute in Syrien, die nicht das Geld für einen Schleuser haben, ja? Die vielleicht ihre Familien nicht im Stich lassen wollen. Wie wär's denn mal, wenn ihr euch das letzte Jahr damit beschäftigt hättet und nicht Millionen von Steuergeldern hätten aufgewendet werden müssen, um unsere Demonstration zu schützen? Das ist zum Kotzen! Jung muss weg! 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 Anders als es hier in Leipzig läuft, ist es bei unserer ersten Demo, die wir unterstützt haben, in Krimma gelaufen. Das möchte ich euch kurz erzählen. Der eine oder andere hat vielleicht die Berichte auf Facebook schon gelesen. Wir haben vorab schon mit einigen Leuten von der Gegenseite per PN Kontakt gehabt und haben uns geeinigt, dass wir uns vielleicht auf dem Platz mal treffen und persönlich sprechen. Und das ist dann auch passiert. Es waren vielleicht 20 Gegendemonstranten da, die haben sich aber mit auf den Platz gesetzt. Gut, sie haben dazwischen gerufen, wir mussten auch mal kurz mit Platzverweis drohen. Es hat sich dann aber alles wieder beruhigt und im Nachgang ist mit den meisten Personen ein vernünftiges Gespräch zu führen gewesen. Und einige erwachsenere Leute haben sich dann auch einzeln mit uns noch unterhalten und wir haben den Konsens gefunden, dass wir irgendwo ja alle dieselben Probleme behandeln, teilweise eine andere Sichtweise haben, aber einfach im Endeffekt mehr miteinander reden müssten. Ja? Und das zeigt uns eine kleine Stadt wie Krimma, wie es geht. Und hier in der toleranten Welt, offenen Pulten, bla 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 bla, wie auch immer, funktioniert das nicht. Das ist traurig. Eins möchte ich euch noch bitten im Angesicht der Ereignisse der letzten Wochen. Bitte unterstützt nicht oder geht nicht auf Demos, die direkt vor Heimen sind. Das ist der falsche Ort. Der Adressat unseres Protestes sollte definitiv die Politik und die Kriegstreiber sein. Und ihr wisst selber, Medien und eventuell auch der Verfassungsschutz drehen uns, wenn wir auch nur drüber nachdenken, in der Nähe von Heimen Demos zu machen, einen Strick draus. Mal abgesehen davon, dass wir dort nicht die Menschenwürde achten und uns dann hinterher auch nicht beschweren können, wenn in den Heimen schlechte Laune ist, wenn da Leute davor stehen, die den ganzen Tag Pollen oder Steine schmeißen. Also das funktioniert so rum nicht. Und deswegen auch nochmal meinen besonderen Dank für alle, die unter den widrigen Umständen den Mut haben, heute hier ihr Gesicht zu zeigen. Dankeschön. Eins möchte ich euch noch kurz ans Herz legen. Ich denke, in den letzten Wochen gab es als Gesprächsthema Nummer eins im Freundeskreis, in der Verwandtschaft oder auf Arbeit das Flüchtlingsproblem. Wenn die Leute, sage ich mal, sich darüber beschweren, seid bitte so nett und klärt die Leute über die weltpolitischen Zusammenhänge und auch über die Gefahren auf. Ja? Weil ich denke, das hilft, den Hass auf die Politik und auf die Verursacher zu richten und etwas von den Menschen abzulenken. Das wäre mir ganz lieb. Dankeschön dafür.